Sehr gut. Christoph Gröner ist bei uns, hat sich eben schon sehr viel eingebracht, Bauunternehmer, den ich gerne fragen würde, sind Sie Mitglied einer Partei? Ich bin kein Mitglied einer Partei. Darf ich fragen, wen Sie 2017 gewählt haben? Sie dürfen mich fragen, wen ich 2017 gewählt habe. Kriege ich auch eine Antwort. Ich hatte vorhin die Frage gestellt, wie viele Menschen welche Parteien freiwillig wählen. Ich habe unfreiwillig gewählt. Okay. Also ich habe die Partei, die neben mir sitzt, unfreiwillig gewählt. Ich hatte keine bessere Alternative. Okay, dann haben wir doch jetzt erfahren, wen Sie gewählt haben. Das finde ich sehr gut. Sie gehören zu... Ich habe zu Hause noch das SPD-Parteibuch, das ich vor 30 Jahren mal bekommen habe. Und ich habe natürlich den Herrn Schröder in Rot-Grün auch mitgewählt. Ich möchte sagen, dass ich keinem politischen Lager zuordnenbar bin. Was würden Sie sagen, hat Politik heute größere Macht als jemand wie Sie, der in der Wirtschaft ganz vorne mit dabei ist? Das ist die Betrachtungsweise und die Frage, über welche Macht wir sprechen. Der Unternehmer selbst hat natürlich die Möglichkeit, seine Entscheidungen vorzubereiten und auch umzusetzen. Mhm. Und wenn ich das vorhin gehört habe mit den Parteifunktionären und Ähnliches, dann ist natürlich gerade durch die Parteienlandschaft, die wir hier in Deutschland haben, die Politik schon sehr ohnmächtig, weil sie natürlich mit Landesverbänden, mit irgendwelchen Dingen zu tun hat, die an der Sache erstmal nicht weiterhelfen. Mhm. Wir Unternehmer können aber auf ein sehr begrenztes Feld viel, viel freier entscheiden, aber natürlich auch mit Auswirkungen. Und jetzt kommt es, die eben auch in die Politik hineinragen. Mhm. Wenn ich heute als Unternehmer mich entscheide, den günstigen Wohnraum zu produzieren, dafür im Erfurter Land mit einer linken Regierung ein Förderprogramm aufsetze, um dann hinterher sozusagen den preisgedämpften Wohnraum zu machen, dann habe ich als Unternehmer natürlich eine enorme Macht dadurch, dass ich eine Lösung anbiete, die bisher kein anderer anbietet. Und jetzt können Sie das als Macht, als Idee, Innovation, wie viel hat Microsoft, wie viel haben die anderen Großen, wie viel hat Facebook Macht? Also insofern ist das ein bisschen schwierig. Große Macht, würde ich sagen. Ich glaube, das wird auch jeder so beantworten. Zu viel Macht. So eine Schlagzeile wie die fängt man sich dann auch an. Dann ist man plötzlich sozusagen im Fokus der Öffentlichkeit. Ärgert Sie sowas, wenn es eine solche Zeile gibt? Diese Schlagzeile, die Sie dort sehen, ich habe Ihnen ja vorhin den eigens überarbeiteten Text gebracht. Aus der Schlagzeile geht eben nicht hervor, dass dieser Mann, der dort beschrieben wird, meine Wenigkeit, 2500 Kinder in Berlin fördert, mit einer Organisation einen eigenen Bauernhof gekauft hat, um die Kinder dort Urlaub machen zu lassen, im höchsten Maße sozial engagiert ist, aber das aus dieser Berichterstattung natürlich nicht mal im Entferntesten hervorgeht. Da geht nicht daraus hervor, dass ich Reichtum definiere als ein Kinderlächeln, das mir entgegenschlägt und dass Reichtum mit Geld sehr wenig zu tun hat, wenigstens aus meinem Blickwinkel. Und da geht auch nicht hervor, dass wir viel dafür arbeiten, dass ich mit vielen Unternehmern zusammen bin, die sehr viel dafür leisten, eben genau sehr vermögend zu sein. Das ärgert Sie, ja. Wenn so, ich habe dieses Porträt gelesen. Ich muss ehrlich sagen, ich fand es ein sehr gut geschriebenes, fein differenzierendes Porträt. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich danach verstanden habe, dass Sie jemand sind, der sehr, sehr hart arbeitet, der es wirklich von unten nach ganz oben geschafft hat. Es ging dann ja auch um die Frage, sozusagen, wie ist unser ganzes System aufgestellt? Es ging um die Frage, wie besteuern wir Löhne? Da funktioniert ja dieses Deutschland eigentlich recht gut. Also egal, wie viel Sie verdienen, dann sorgt der Staat dafür, dass einfach umverteilt wird, sozusagen von oben nach unten, weil sie einfach entsprechend viele Steuern bezahlen. Aber dann ging es um die Frage Vermögen. Ja, wie wird Vermögen besteuert? Wie wird Vermögen sozusagen weitervererbt? Und da ist Deutschland tatsächlich ein ziemlich ungerechtes Land. Ja, also wir sind meines Erachtens insgesamt, was die Steuern betrifft, nicht unbedingt in jeder Hinsicht auch bei den Löhnen degressive Besteuerung und Ähnliches. Wenn Sie Leistungsträger sind in dieser Gesellschaft, dann werden Sie relativ schnell ungerecht behandelt. Zu dieser Überschrift. Am Schluss wusste ich ja, dass diese Überschrift dazu führen wird, dass die Leute den Artikel darunter lesen. Und der Artikel, da finde ich mich sehr wieder, wenn da auch Einzelheiten dann immer noch scharf geschnitten sind, das auch heißt. Wenn es um die Frage der Vermögenssteuer geht, dann ist es eben immer auch eine Frage, wie viel Umverteilung wollen wir? Und das Ende der Umverteilung ist da eben das DDR-Regime. Und jetzt ist die Frage, wie weit bewegen wir uns aus dem Regime, das wir heute haben, raus? Und wir können eigentlich empirisch nachweisen, dass jede Umverteilung immer mit noch mehr Ungerechtigkeit zu tun hat. Und Unternehmer sind welche, die sagen, was könnten wir denn sonst tun?
Bevor wir die Keule des Klassenkampfs, Vermögensteuer, höhere Besteuerung und so weiter rausnehmen. Und da bin ich schon ziemlich enttäuscht, dass aus allen Parteien quasi nur die alten Klassenkampftheorien kommen, in denen versucht wird, irgendwie auf Vermögen, auf höhere Einkommen und sonst was eben Steuern zu legen, anstatt zu sagen, wie mache ich den Staat effizienter? Wie bringe ich es denn fertig, dass ich die Leistungsträger und die weniger Leistungsschaffenden an den Tisch setzen und überlegen, den Staat effizienter zu machen. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber diese Gesundheitskosten pro Kopf sind von 3.000 auf 4.500 Euro pro Mensch im Jahr hochgegangen. Wir sind ineffizient, die Pharmakonzerne greifen ab, wir werden überall abgegriffen. Wir haben ganz große Herausforderungen. Wir haben jedes Jahr 50.000 Schüler, die keinen Abschluss haben. Mhm. Und wir fragen uns, ob wir irgendwas höher besteuern. Lassen Sie uns doch 4,2 Millionen Hartz-IV-Empfänger überlegen, wie wir die in Arbeit bringen, wie wir das große Problem Deutschland hören. Ich lese 2,5% Arbeitslosigkeit. Aber konkret gefragt, wie würden Sie das, Herr Gunnar, wie würden Sie das lösen? Es gibt ja im Moment auch gerade in der Großen Koalition wieder sehr harte Bemühungen darum, die Leute wieder zurückzubringen in den Arbeitsmarkt. Das wollen wir gar nicht in Abrede stellen. Wie würden Sie es denn machen? Ich kann Ihnen vor allen Dingen sagen, wie es nicht geht. Wenn Sie diese Leute eben aus dem Staat nicht integrieren, die eigenen Leute, wir reden jetzt nicht von denen, die dazugekommen sind, 4,2 Millionen Menschen haben sich entschieden, nicht mehr mitzumachen. Mhm. Wie holen die wieder zurück? Genau. Indem wir ihnen irgendwelche Penalen geben, wenn sie nicht rechtzeitig zum Amt gehen oder wenn sie, die können wir doch nur durch eine Weiterbildung, die können wir doch nur, indem wir sie wirklich zurückholen, wirklich am Staat interessieren lassen und durch Glaubwürdigkeit. Diese Menschen haben dem Staat den Rücken gekehrt, nicht nur, weil sie nicht mehr können, sondern viele auch, weil sie es nicht mehr glauben. Und wenn die Glaubwürdigkeit zurückkommt und wenn manche haben diesem Staat ja nicht den Rücken gekehrt, oder ich würde auch sagen, ein großer Prozentsatz, sondern die mussten sozusagen dem Staat den Rücken kehren, weil sie arbeitslos geworden sind, weil sie alleinerziehende Mütter sind. Also, weil sie jeden Tag... Da sind viele dabei, die können wir nicht wieder zurückholen. Das ist ja keine freiwillige Entscheidung, nein, darauf will ich hinaus. Überhaupt nicht. Und genau das ist es aber. Wir haben es doch geschafft, dass in Deutschland die weniger Leistungsfähigen mit dem Finger auf die Reichen zeigen und sagen, schau mal, die greifen ab, die machen, die müssen überhaupt nicht dafür arbeiten. Und dann haben wir so diese Embleme von Deutsche Bank und so weiter, die wirklich dem letzten hier lebenden Ekel aus der Brust treiben. Und auf der anderen Seite haben wir diejenigen, die Leistungsträger sind und runterschauen und sagen, naja, die greifen ab und die arbeiten nicht. Und wir müssen ein Forum schaffen, in dem wir diese Menschen zurückholen. Zurückholen mit vielen Foren, mit Ausbildung, mit Lehrstellen, mit Nachbildung. Ja. Wir können unendlich viel Ungleichheit, wenn es gerecht ist. Aber wir können nicht Gerechtigkeit dazu herstellen, wenn das Vermögen sich an der falschen Stelle hortet, weil die Umstände schlecht sind, weil die Steuer zum Beispiel... Lass uns offen darüber sprechen, was mit Erbschaftssteuer stattfindet. Sind Sie für eine Erbschaftssteuer oder nein? Ich würde die auf jeden Fall reformieren. Ich würde die auf eine Art und Weise reformieren wollen, dass wir dort etwas herstellen, was diese Leihgabe Gottes, nämlich unsere Kinder, gleichstellt. Betrachten Sie die Kinder als Leihgabe Gottes. Und dann werden Sie schneller auf die Idee kommen, dass wir jedem Kind in diesem Land, und dafür würde ich alles tun, jedem Kind in diesem Land die gleiche Chance geben. Was heißt das für Sie übersetzt? Sie haben sich auch ausgesprochen für ein bedingungsloses Grundeinkommen bis 18. Ja. Für mich ist es nicht nachvollziehbar, dass irgendein Kind auf der Straße schlechter gestellt ist bei der Schulbildung, beim Zugang zu Lehrmitteln, beim Schulessen. Unsere Kinderheime, die wir haben, können nicht mal die Klassenfahrt finanzieren. Das machen wir. Zahnersatz, wenn die Eltern nur lange gewartet haben, kann nicht mehr gemacht werden. Das kann nicht sein. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt. Wir können verschiedene Ihre Kinder auf eine Privatschule oder auf öffentliche Schulen? Die Kleinste geht auf eine öffentliche Schule und die Großen sind auf eine Privatschule gegangen. Mhm. Das habe ich schon mal erklärt. Das hat eher damit zu tun, dass der Vater unter der Woche versagt und dass es dann er sich quasi die Freiheit unternehmerisch ganz Ich frage das geht. Deswegen, weil wir auch das lesen und hören wir ja dieser Tage sehr, sehr häufig. Und Sie beklagen das ja auch und sagen, es kann doch nicht sein, dass wir in einem Land wie Deutschland, das Land der Dichter und Denker mit diesem großen kulturellen Hintergrund, dass wir dann plötzlich Klassen von 40 Kindern haben beispielsweise. Das ist noch viel schlimmer. Wo soll das hinführen? Wir haben ja nichts anderes. Wir haben diese Kinder, egal woher sie kommen. Und wenn wir uns jetzt nicht anstrengen und wir haben noch Vorsprung und wenn Sie mit mir nach Asien gehen und wenn Sie nach Silicon Valley gehen und so weiter, dann wird Ihnen Himmelangst, was wir mit unserem Rohstoff Kinder machen. Und da ist aus meiner Sicht ein komplettes Versagen, wenn Sie diesen Prozentsatz sehen, den Sie vorhin genannt haben. 4% für Bildung und 40% für Arbeits- und Soziales. Ich bin Unternehmer. Ich muss erst meine Löhne bezahlen, erst die Sozialversicherung, dann muss ich die Rohstoffe, Betriebsmittel und sonst was bezahlen. Betriebsmittel Deutschland sind Kinder. Und daran wird vermeint. Und dann wird diskutiert über Vermögensteuer. Da kann ich mich kaputt lachen. Wie viel Vermögensteuer wollen Sie denn erheben, um diesen
absoluten Missstand zu beheben. Das werden Sie nicht schaffen. So viel Vermögensteuer können Sie. Das ist ein systemischer Fehler, dass wir nicht sagen, unser Staat muss vom Grunde auf so aufgebaut werden. Und damit hat zum Beispiel etwas wie ein Dienst auch was zu tun. Dass eine andere Haltung entsteht und dass ein Kind ist und dass das nicht bei irgendeiner Bahnfahrt plötzlich rausgeschmissen wird, weil es eben keine gültige Ticket hat. Das darf überhaupt nicht vorkommen, dass ein Kind plötzlich auf der Straße steht oder kein Schulessen kriegt oder eben nicht ins Landschulheim fährt. Und da wird Deutschland falsch gedacht. Da machen uns viele europäische Nachbarn längst was vor und die können es sich auch leisten. Ich bin der Auffassung, wenn Sie das mal nachrechnen, was das uns kosten würde. Es ist das Problem aber, dass wir es nicht in den nächsten 4 oder 5 Jahren sehen werden. Und deswegen geht da auch keiner in dieser Weise ran, weil er dafür nicht wiedergewählt wird. Das ist eine perspektivische Geschichte. Ich will nur mal noch mal sagen,